Diese schöne Piste am Gemsstock in Andermatt gibt's nur dank einem Trick. Denn eigentlich hätte es hier im Moment nicht genug Schnee, um Pisten zu präparieren. Hier haben wir Snow Farming gemacht. Das heißt, wir haben im Frühling den Schnee, der da liegt, lag, zusammengestoßen zu einem Haufen, haben den abgedeckt mit Vlies und jetzt im Herbst den Vlies weggenommen und ausgebreitet zu einer Piste. Und nur damit, nur weil wir das so gemacht haben, können wir am nächsten Wochenende in die Skisaison starten. Eine andere Strategie hat das Skigebiet Sörenberg im Luzerner Entlebuch. Hier baut man für 40 Millionen Franken neue Anlagen in höheren Lagen. Hier auf dem Rothorn auf 2300 Meter wird eine neue Vierersesselbahn erstellt. Zudem gibt es vom Berg bis ins Tal eine Beschneiungsanlage. Das ist dringend notwendig aufgrund der Klimaveränderung. Der Branchenverband der Bergbahnen beobachtet vor allem zwei Trends. Einer ist es zu versuchen, den Schnee zu übersommern, indem man Schneehaufen macht und ihn abdeckt und im Herbst dann wieder verbreitet. Eine andere Innovation ist es, stärkere Beschneiungsanlagen zu installieren, damit man in weniger kalten Nächten und kalten Stunden schneller eine Piste präparieren kann. Im Wallis wollen die kürzlich fusionierten Aletschbahnen einen neuen See als Wasserspeicher bauen, um das Skigebiet flächendeckend mit Schneekanonen zu beschneien. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ein solches Projekt hier realisieren können, um eben die Schneesicherheit in unserem Gebiet zu garantieren. In Andermatt ist alles bereit für die Wintersaison und trotz aller Tricks und Strategien, die heftigen Schneefälle, die für die nächsten Tage angesagt sind, nimmt man natürlich noch so gerne.